So, Freunde, weiter geht's mit Mario Kart Wii und wir spielen heute einen Leichencharakter. Und zwar nehme ich, wie nehmen wir denn, Baby Peach oder Koopa? Eins von beiden, ich würde Koopa nehmen, ja. So, ihr merkt auch, die haben unterschiedliche Karts hier und heute kommt Koopa dran mit, was haben wir denn hier? Hatten wir schon ein außendriftendes Bike? Ja, hatten wir. Ein innendriftendes hatten wir noch nicht. Dann holen wir diesmal einen Inside Drifter. Und zwar das Wheelie Bike. So, und wir fahren das Ganze manuell, würde ich sagen. Versuchen wir unser Glück mal. Im Sterncup mit Daisy's Pizza, Cooper Cup, Blätterwald und Vulkangrollen. Und los. Ja, da ist die Daisy's Piste. Mag ich jetzt nicht besonders, aber sie hat jetzt auch nichts Schlechtes an sich. Das ist vielleicht eine Strecke, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Besonders wenn man alle Mario Kart Strecken aufzählen möchte, dann wird man die hier wohl manchmal ein bisschen vergessen. Aber gut. Gibt ja einige, die ein bisschen unbekannter sind. So, Inside Drifter kommen natürlich sehr scharf um die Kurven, allerdings sind sie natürlich auch deutlich schwieriger zu steuern. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dumm oder gut war, es war eher dumm. Aber mein Gott, die KI ist jetzt nicht die stärkste in Mario Kart Wii. Aber sie lebt halt vom Betrug, sagen wir es so. So, ich muss natürlich auch ein bisschen wieder ins Spiel reinkommen, weil ich habe immer noch so leichte Mario Kart 8 Manöver drauf. Zum Beispiel Firehopping gibt es ja hier gar nicht und auch die blaue Flamme beim Drift boostet dann leicht. Ich glaube, das gibt es in Mario Kart 8 gar nicht mehr. Und jetzt haben wir zwei neue Items gleichzeitig. Und habt ihr das gesehen? Ich hatte diese Wolke. Und Tod hat sie mir abgenommen. Und wenn er sie jetzt nicht rechtzeitig abgeben kann, dann wird es ihn abgeben. Ah, da ist er. Sieht er, er ist klein. Hat die Wolke also nicht abgeben. Oder doch, aber das ist jetzt nicht an wen. Ja, kommt riesen Peach. Hier, ist die. Boah, ich krieg aber überhaupt keine anständige Kurve hin. Ja, nimm die Banane noch mit. So ist gut. So, und ich musste mich wieder dran gewöhnen, wieder Wheelies zu machen. Früher war das Standard. Aber, ja, mit der Zeit, ne? Wie nennt man das? Oder Stunts. Ja, Stunts ist halt ein bisschen ungewohnt. Das hat man im Nachfolger besser gemacht. Auf dem 3DS. Und später genau auf der Wii U. So. Ja, der Powerblock rettet mich eigentlich immer. So, wenn man springt, kann man den Wheelie auch breaken. Was gar keine schlechte Idee ist. So, das war wieder zu früh. Ja, dann machen ein paar Wheelies. Hier oben sind wir safe und kriegen den ersten Platz. Wunderbar. Ja, das sind halt scharf driftende Bikes, ne? Ich denke, das ist für bei jedem ein Begriff und auch bekannt, dass es solche Bikes gibt. Hier haben die halt ihren Ursprung. So, nächste Strecke ist Koopa Cup. Wurde auf dem 3DS remaked und ist eigentlich eine göttliche Strecke. Ich mag die sehr. Besonders hier habe ich sie online halt immer geliebt. Ich fand die immer cool. Ja. Ich habe jetzt nicht direkt was zu reden, also ich habe eigentlich schon alles gesagt, was ich jetzt so von Know-how über Mario Kart Wii gesammelt habe. Deshalb, ja, gehen wir das ein bisschen entspannter an hier und schauen mal, was auf der Strecke so passiert. Aber wenn da auch nichts passiert, dann ist es schwer, was zu finden. Vielleicht kann ich noch kurz erwähnen, wie ich dieses Projekt sehe. Also im Upload-Plan oder besser gesagt in der Projektliste steht ja 18 Parts und da habe ich halt gedacht, ja, machst du halt noch zwei Parts Battle-Modus. Ich würde sagen, das passt gut rein, ne? Um mal den Battle-Modus von damals zu sehen. Der war cool, also da gibt es schon rasante Stages. Wirklich interessante, ne? Nicht so die
das noch auf dem Gameboy der Fall war. Da waren ja Stages alles ein bisschen langweilig. Und mir fällt gerade ein, etwas habe ich zu den Wheelies noch nicht gesagt. Wenn ihr einen Wheelie macht und ihr kollidiert mit einem anderen Spieler, dann ist das ein Nachteil für euch, denn dann verliert ihr dermaßen an Speed. Also das ist nicht zu empfehlen. Und ich komme irgendwie überhaupt nicht gut in die Kurve. Ich muss da mich wirklich wieder ein bisschen reinfinden. Aber gut. Für den Spiegelmodus sind wir dann halt gerüstet. So. Ja, mehr gibt's hierzu nicht zu sagen. Stachelpanzer hatten wir noch gar nicht als Item und sind Zweiter mit Stachelpanzer. Das ist auch gut. Können wir den ersten Platz schön quälen. So, und da habt es Funky Kong, hab ich noch was? Wir haben Funky Kong eigentlich noch nicht freigeschaltet. Dürfte also eigentlich noch nicht mitfahren. Es gibt sehr viele Charaktere hier freischalten. Das war damals auch, ja, von den Seiten von Nintendo halt der Kaufgrund. Es hieß damals von Reggie, more characters, more fun. Ja, so hat er das auf der E3 2007 gesagt. Das Spiel kam 2008 raus, ne? Ja. Und ich denke, damit hatte er jetzt auch nicht unrecht, ne? Also, Fun, das verbinde ich sofort mal mit Gameplay. Nicht direkt mit vielen Charakteren, aber klar, wenn man Abwechslung schafft, ist das natürlich auch gut. Ja, also eigentlich ist seine Aussage berechtigt, aber ja, ob ich die jetzt zu 100% so zustimmen würde, ist eher fragwürdig. Und das hier mache ich ganz gerne, wenn das Rennen vorbei ist. Einfach mich von der Klippe stoßen lassen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich kenne mehrere, die das so machen. Will man einfach zeigen, dass man, dass der Computer nicht so mental auf dem gleichen Niveau ist wie man selbst. Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass der Mensch da ein bisschen tricksen will. Den Computer austricksen will. Dass das doch geht, obwohl das Rennen ja jetzt beendet ist. Dass die KI es nicht schafft, die Charaktere zu retten. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müsst ihr einen Experten auf dem Gebiet fragen, aber allgemein ist der Hirnforschung mehr oder weniger noch immer unbekannt, obwohl da ja täglich oder fast täglich halt Fortschritte geschehen. Und ja, das ist doch eine gute Sache. So, hier auf dem Blätterwald ist natürlich, wie sagt man, eine Anspielung an Super Mario Galaxy, der 3D-Mario-Titel, der damals rauskam. Natürlich sehr erfolgreich, ne, auf der Wii. Und ja, dieser Titel hat halt hier auch ein paar Strecken gekriegt. Wir werden auch noch Rainbow Road sehen. Auch Rosalina wird eigentlich spielbar, wenn man einen Speicherstand von Mario Galaxy besitzt. Mal schauen, wann das eintritt, weil eigentlich müsste auf meiner Wii so ein Speicherstand drauf sein. Zu Blätterwald sei noch gesagt, in diesen Büscheln können Bananen, Pilze und sogar Sterne drin sitzen. Also ist es schlecht, wenn man die immer mal über den Haufen fährt. Diese Heuhaufen oder Blätterhaufen sind es, ja. Da ist gelegentlich mal ein nützliches Item und so. Und jetzt müsste ich mich vielleicht ein bisschen sputen. Oh Gott, hier, besonders hier muss man aufpassen, da kann ganz gerne ein Stern liegen, den man dann verpasst und die Konkurrenz einsammelt und dann, ja, droht man halt angegriffen zu werden. Ah, ein Wiggler vorbei. Oh Gott, Wiggler, please. Wo haben wir einen Stern? Nö. Später, na, gibt's, die Strecke gibt's ja auch wieder auf MK7. Da gibt's dann Münzen, glaube ich, in diesem Büschel. Sonst aber nichts. Oh, da kommt ein Powerblock. Und der sorgt auch dafür, dass man sein Item verliert. Also ist eine fiese Waffe. Aber wir haben uns wieder gut nach vorne gearbeitet. Ich habe mal was von dieser Strecke gehört, dass die eigentlich gar nicht ins Endspiel reinkommen sollte. Wurde dann aber reingefügt. Ich weiß nicht, wiefern das stimmt.
Aber ich habe mal sowas gehört. Außerdem gibt es noch einen anderen sehr bekannten, großen Mythos von diesem Spiel. Auf den gehe ich nochmal ein, aber das ist so ein Mythos, der sich halt, ja, in den Jahren 2008, na, damals war das Internet noch nicht so wie heute, oder fast nicht wie heute. Es hat schon so langsam die Form angenommen, aber es war halt noch was Neues, was anderes. Und, ja, dass da sehr viele Urban Legends und so kreiert worden sind, die man halt nicht wirklich überprüfen konnte. Ja. Darunter leidet dann auch Mario Kart Wii mit einem ganz bekannten Mythos. Ich denke, wenn ihr mal, denkt mal ein bisschen nach, vielleicht kommt ihr sogar selbst noch drauf, wenn ihr dieses Spiel zu Release-Tagen gezockt habt oder und besitzt habt oder euch irgendwie mit dem Spiel auseinandergesetzt habt, dann kommt ihr vielleicht noch drauf, auf welchen Mythos ich gerade anspiele. Es ist nicht direkt ein spielbarer Charakter gemeint. Da gibt es ja diverse Geschichten zu diversen Spielen, wie man Luigi freischaltet in Super Mario 64 und so, na bla bla bla. Und es gibt auch so eine Geschichte zu etwas Gewissen, was man hier freischalten kann. So, das ist die Broken Vulkangrolle, denn wenn man hier sofort nach links abbiegen würde, kann man gleich alle Runden überspringen. Früher konnte ich den Trick tadellos, habe ich sehr häufig benutzt, war total lustig. Mittlerweile denke ich, dass ich den aber nicht mehr drauf habe, genauso wie andere Shortcuts, die ohne die man halt ja eh im Online heutzutage abkacken würde. Also ich glaube gar nicht, dass er mit den Casual-Routen eine Chance gegen die absoluten Pros hat. Das könnt ihr vergessen. Also ja, wenn die Shortcuts auch noch beherrschen, dann hast du keine Chance, weil ich konnte sie, wie gesagt, ich wusste genau, wo die ungefähr man stehen musste, hab sie auch teilweise hingekriegt, aber ich habe das nie wirklich trainiert und beherrscht. Das ist wohl etwas, was eher die Zeitfahrer beherrschen. Allerdings gibt es auch einige Bugs, die ich nie rausgefunden habe, nur durch so Zeitgeist, denn seine Zeit konnte man hier speichern und den Geist dann natürlich online hochladen. Ja, klingt heute irgendwie total selbstverständlich, aber früher war das wirklich wow. Und man hat sich damit befasst, ne? In Mario Kart 8 ist mir das so egal gewesen, ob ich meinen Geist hochladen kann oder nicht. Ich empfand es schon ein bisschen als nervtötend, wenn die mich dann da fragen, ob ich denn meinen Geist hochladen möchte. Keine Ahnung. Sollen sie doch machen. Aber hier war das wirklich so, boah, geil, Leute, ich habe gerade einen neuen Geist hochgeladen, versucht mal den zu schlagen und so. Und damals gab es noch keine Miiverse, also das Miiverse kam irgendwie zu spät. Ne? Klar, es ist auch cool. Ich amüsiere mich auch mittlerweile manchmal damit, ja. Momentan nicht so. Aber das ist halt, weil ich keine Wii U total zocke. Auf dem 3DS ich das nie wirklich mir beigebracht habe, mit Miiverse auf dem 3DS zu arbeiten. Aber ja, hätte man ein Miiverse zur Zeit in der Wii gehabt, wow, ich glaube, das hätte nochmal die Verkaufsschlager gesprengt. Aber gut, es ist halt nicht passiert. Nintendo lebte halt lange Zeit in der Vergangenheit. Hoffentlich wird es mit der Switch besser sein. Aber, ja, wir werden sehen. Stay tuned, würde ich einfach mal sagen. Übrigens, wenn ihr an Speed verliert, gibt es noch einen kleinen Trick, den man auch im Profibereich gerne macht. Diesmal sind wir auf jeder Strecke Erster geworden. Diesen Trick zeige ich euch dann im nächsten Part, da wird er sicher auch ein bisschen relevanter. Also, Siegerehrung und dann sind wir wie immer am Ende des Parts. Ja, der Luigi, der Mario und natürlich der Koopa hier. Ich frage mich, ob ich jetzt wenigstens einen Stern kriege. Es hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, wie häufig man von Items getroffen wird.
Und das Dumme ist, dass der Stachelpanzer halt auch dabei zählen. Das heißt, wenn man mal Unglück hat, dann wird man geowned und kann die Sterne vergessen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, immerhin einen Rang. Super. Und ich glaube, dieses Piepsen heißt, dass man was freigeschaltet hat. Und ja, der Spezialcup, das ist sicher keine Überraschung. Also Freunde, beim nächsten Mal gibt es dann den Spezialcup in 150 CCM. Ich freue mich auf euch. Bis demnächst. Ciao. Oh, leichtes Bike haben wir auch noch freigeschaltet. Okay, wunderbar.